So, da war gerade kurzer Cut. Es tut mir leid, spontan. So. Anscheinend haben wir es geschafft. Abgeschlossen, wenn die Tür hinten, also wenn hier kein Zaun mehr ist. Das ergibt Sinn. Ah, wir können die Kette hier wegmachen. Ja, jetzt können wir die Tür aufmachen, die überhaupt nichts bringt. Also okay, ich habe herausgefunden, man sollte die Granaten doch ein bisschen häufiger benutzen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist gut, das ist sehr gut. Munition, Munition, Teile. So, jetzt basteln wir erstmal. Nein, nein. Nein, 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 das war blöd. Das war scheiße. So, wie ging das nochmal mit den Bolzen herstellen? Dann nehmen wir noch einen Feuerbolzen. Der ist nämlich auch praktisch. So. Oh. Was soll ich tun? Ja, gut. Das ist nett. Okay. So. Jetzt müssen wir einfach wieder Bolzen erstellen, ne? So. Es ist echt ein bisschen blöd, da wir kaum Munition für irgendeine Waffe haben. So, erstmal alles nachladen. Gut. Das hätten wir. Dann kann es losgehen. Alle.
Okay. Ja, nee, wir haben verkackt. Ey, ist so unfair. Du kommst hier einfach nicht weg. Nee, du bist total eingesperrt. Die haben Molotows, ey. Das ist so eine unfaire Stelle. Ohne Scheiß jetzt. Das ist so unfair. Ich kann mich nirgends wie irgendwie in Deckung begeben, weil die Molotows werfen und ich von Maschinengewehren ins Beschuss genommen werde. Da frage ich mich ganz ehrlich, das ist unfair. Da war ja der Bossfight, den ich da vor ein paar Parts hatte, nicht so unfair. Das ist echt gerade ein bisschen nervig. Muss ich mal so sagen. So. Gut, alles wieder nachladen. Noch ein Versuch. Fuck! Oh, natürlich trifft er mich von. Ah. Ich krieg ne Krise. Ey, es ist so unfair. Du bist von allen Seiten umzingelt. Du kannst nicht irgendwie in Deckung gehen. Du wirst von allen Seiten getroffen. Okay, ich meckere jetzt wieder ein bisschen zu sehr herum, aber das ist echt gerade brutal nervig. Was lief doch gerade so gut, ohne Scheiße, es lief richtig gut. Dann probieren wir es jetzt noch mal. Go. Gut.
Okay. Wir haben es geschafft. Ohne Scheiß, wir haben es geschafft. Oh. Ey, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Hallo? Leute, gib mir bitte einen Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Oh, danke schön. Da haben wir es doch noch geschafft. Ui. So, erstmal hier die ganze Gegend absuchen, nach irgendwelchen Items, Munition, sonstiges. Ich glaube schon, wir sind so Speicherraum. Hier ist eine. Ich kann dieses Licht, diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm von hier aus überall sehen. Es scheint alles zu durchdringen. Auch mich. Die Klinik entspringt nicht meiner Erinnerung und dennoch ist sie realer als alles, was ich hier erschaffen habe. War sie immer da? Das Licht verändert die Dinge. Es ruft. Es drängt zurück. Es zieht die anderen an. Sie denken, sie erreichen die Quelle, erlangen zurück, was sie verloren haben. Doch sie wissen nicht einmal, was das ist. Okay, sehr informativ. Hier muss doch noch irgendwas sein. Also hier ist der Raum zum Speichern. Munition. Na, immerhin ein Schuss, das ist ja auch schon mal was. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wir gehen nicht weiter. Erstmal nicht. Munition. Munition. Kein Medikit. Okay, eigentlich haben wir noch recht. Eigentlich haben wir voll viel Leben. Das lief zu gut. Hier ist nichts mehr. Ich denke, dass hier vielleicht noch irgendwo Munition ist. Und hier kommen wir. So, dann speichern wir jetzt erstmal. Wo ist der Spiegel? Okay. Ich lese einfach das Buch hier. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Castellanos, wollte ich gerade sagen. 11. Juli 2012. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Wochen für Wochen immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet, aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür die Verantwortung trägt. Wie sollte Gott ihm beistehen? Das ist schrecklich. So. Was? Schon wieder hier? Was hast du erwartet? Verstand. Ehrlich? Bist du nicht der Einzige? Das Einzige, was mich echt an
Alter, die steht ja schon wieder. Fühlen Sie sich besser? Nee, nicht wirklich. Danke der Nachfrage. Speichern. Gut, das haben wir gespeichert. Kann man hier noch irgendwas entdecken? Kann man nicht aufmachen? Kann man auch nicht aufmachen. Kann man auch nicht aufmachen. Wie viele Punkte haben wir? Ich finde die Kamera immer so bedrängend, ey. 1950, ey. Ist ja gar nichts. Ist ja überhaupt nichts. Wie kann ich denn so wenig Punkte haben? Ja, noch so ein Plattenspieler mit so einem... Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Mit einer Art Lautsprecher. Das war krass, wie alles kaputt ist. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Und gucken, was mit Kidman los ist. So ist sie doch, glaube ich, oder? Ich habe echt ein Problem mit Namen zu merken. Dann gehen wir jetzt hier um die Ecke, wo wir das Geschrei gehört haben. Gucken, was da los ist. Wir können hier nochmal gucken. Vielleicht finden wir hier noch was. Streichhölzer. Ja, das können wir doch gut gebrauchen. Ja, mich abfackeln macht immer extrem viel Spaß. Eine große Flasche. Oh, 1000. Ja, ist doch gut. So ein Sturmgewehr wie die... Alter. Ist das... Ich hasse Puppen. Vor allem in solchen Spielen. Gott, wie gruselig aus, ey. Schnell weg hier. So, hier sind noch ein paar Streichhölzer. Hätte ja sein können, dass hier noch ein bisschen Munition liegt, aber so ein Glück habe ich ja leider nicht. Schnellstens darüber. Oh. Okay. Schön. Ja, das habe ich ja ganz vergessen. Was zum Teufel ist das? Ein schwimmendes Gehirn? Ah. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich glaube, ich verstehe, was ich machen soll. Der Bus soll nur irritieren. Da kann man nämlich gar nicht rüber, wir müssen da rein.
Okay. Es verfolgt mich. Drecksviech. So, ein Kontrollpunkt. Aber hier ist leider der Part auch wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.